Ich beziehe mich in diesem Video ausschließlich auf Baden-Württemberg, da ich dort lebe. Die Regeln der anderen Bundesländer kenne ich nicht und kann sie daher nicht beurteilen. Schreibt mir die Regeln eurer Bundesländer gerne in die Kommentare. Freundinnen und Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, dem letzten für den April. Heute geht es mal um das Thema Schulen in der Pandemie und darum, dass ihr ein Like da lasst und ein Abo. Dankeschön! Wie sicherlich die meisten von euch wissen, ist die Schule wieder geöffnet. Bei einer Inzidenz von 160. Yippie-yay! Wer in die Schule will, muss jede Woche 2 Antigen-Schnelltests machen, wonach der Unterricht betreten werden darf. Trotzdem muss im Unterricht selbstverständlich eine Maske getragen werden, Abstand wird auch gehalten, dazu kommen wir aber im späteren Verlauf des Videos noch. Der Unterricht wird normal geführt und die meisten Lehrer sind auch geimpft. Die Antigen-Schnelltests. Antigen-Schnelltests sind jetzt auch über eine indirekte Testpflicht, bedeutet, wer die Schule betreten will, muss einen negativen Schnelltest vorweisen. Sie sind also verpflichtend. Jeder Schüler und jede Schülerin muss, wenn er oder sie im Wechselunterricht betreten wollen, 2 Tests pro Woche durchführen. Dazu finde ich als Quelle 1 in der Videobeschreibung 2 Schreiben des baden-württembergischen Kultusministeriums an die Schulen des Landes. Jedoch sind asymptomatische Antigen-Schnelltests nur in 58% der Fälle wirklich sinnvoll, um eine Corona-Infektion bei Getesteten zu erkennen. 58%, das ist knapp mehr als die Hälfte. Das heißt, 42% der Positiven, die asymptomatisch getestet werden, sind falsch negativ und können trotzdem die Schule besuchen. Dazu blende ich euch hier auch nochmal eine Quelle ein. Das ist knapp mehr als die Hälfte. Es ist erschreckend. Ein Antigen-Schnelltest ist also keinesfalls sinnvoll, um allein eingesetzt zu werden. Er kann nicht Grund zur Sorglosigkeit sein. Der Wechselunterricht. Damit die Abstände in den Schulen eingehalten werden können, wurde beschlossen, dass die Schulen, die keine großen Räume, in denen die kompletten Klassen, in denen komplette Klassen 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen haben können, Wechselunterricht machen müssen. Das heißt, die eine Gruppe kriegt zu Hause Aufgaben und die andere Gruppe ist normal in Präsenz da, die Klasse wird in der Hälfte geteilt. Wie dieser Wechselunterricht im Allgemeinen läuft, kann ich als Einzelperson natürlich nicht beurteilen. Aber bei mir ist es bis auf einzelne Ausnahmen so, dass die Präsenzgruppe Präsenzunterricht hat, Sachen gibt, und die andere Gruppe Aufgaben kriegt, welche in 2, maximal 3 Stunden bearbeitet sind. Also bis auf lobenswerte Ausnahmen sind es keine ernstzunehmenden Aufgaben. Ich glaube, die Fragwürdigkeit von diesem System brauche ich euch nicht zu erklären. Und die Politik stellt sich die Frage gar nicht. Ernsthaft? Da hat mal wieder jemand absolut ins Schwarze getroffen. Es ist nutzlos. Und natürlich mag man sich da die Frage stellen. Moment mal, das hört sich ja ganz logisch an. Aber der Typ hat keine Ahnung und kann der es überhaupt wissen? Ich blende euch hier mal eine Quelle ein von einem Schuldirektor aus Bayern, der einen direkten Brief an den Herrn Söder schreibt. Und das ist ein Pädagoge, gell? Ein Schuldirektor. Der muss ja wissen, der ist ja Experte auf dem Gebiet, der muss doch wissen, wie effektiv und gut so ein Modell ist. Aber der Politik ist das natürlich egal. Das ist nicht einfach nur hammergeil. Welcher hochbezahlte Beraterin hat das denn geraten? Ich würde ihm ihr gerne mal die Hand schütteln, für die Arbeit danken und ihn oder sie für das Bundesverdienstkreuz nominieren. Ganz toll. Denn diese Beraterin hat klar den Durchblick, auch in schwierigen Zeiten. Am besten soll diese jemand ins Kanzleramt kommen, dann haben wir auch noch die K-Frage gelöst. Manipulationsmöglichkeiten für besorgte Eltern. Antigen-Schnelltests können manipuliert werden. Man kann zum Beispiel Wasser auf den Schnelltest geben, welcher nachweist, dass ein Eiweißprotein des Virus vorhanden ist. Quelle hier NDR Wissen. Dieses Eiweißprotein des Virus ist natürlich nicht in Leitungswasser vorhanden. Außerdem kann die Probe aus dem Rachen nicht tief genug entnommen werden. Also da, wo noch gar keine Viren sind, kann die Probe entnommen werden. Es kann auch ein vorbereiteter negativer Schnelltest mit dem anderen getauscht werden, etc. etc. Bei FFP2-Masken zum Beispiel können in die kleinen Nahtstellen Löcher reingestochen werden und dann bringen die Masken nichts mehr.
und diese Löcher fallen nicht besonders auf. Somit können auch diese Sicherheiten, die ja wirklich für Sicherheit sorgen sollen, von unsolidarischen VollidiotInnen manipuliert werden. Die Krisenkommunikation. Hier kann ich selbstverständlich wieder nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten, das ist klar. Aber bei uns an der Schule ist die Krisenkommunikation absolut grauenhaft gelaufen. Wir haben frühestens eine Woche vor Inkrafttreten der entsprechenden Regelungen eine Information darüber bekommen, manchmal auch einfach gar keine. Elternbriefe gab es seit Anfang Dezember nicht mehr. Ich glaube, dass der Krisenfrust wirklich lange nicht so groß wäre, wenn die Krisenkommunikation einfach nur besser gelaufen wäre. Und was auch wichtig wäre, wäre, dass nicht von Kreis zu Kreis komplett unterschiedliche Maßnahmen gelten. Meine Meinung. Dass im Wechselunterricht die Klasse, die zu Hause ist, weniger macht, ist, denke ich, diskussionsfrei. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheiten der Tests und Masken zu manipulieren. Absolut unsolidarisch und grauenhaftes Verhalten, egoistisch, egozentrisch. Und da frage ich mich ernsthaft, wie man jetzt die Schulen öffnen kann. Wir haben eine hohe Inzidenz. Menschen werden auch durch die Schulöffnung gefährdet. Ich vermute, dass der Stoff sogar mit einer kleineren Effektivität beigebracht wird, da die eine Gruppe ja nichts macht. Ist der einzige Vorteil, dass Kinder ihre FreundInnen wieder sehen können? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht bin ich auch der einzige Soziopath, der findet, dass es jetzt unangebracht ist, Freundinnen und Freunde zu treffen. Vielleicht ist es so. Schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich bin einfach nicht in der Lage, da einen sinnvollen Gedankengang zu sehen. Und wenn das so schlecht klappt, dann können wir uns die Arbeit zur Erarbeitung eines solchen Modells doch ersparen und warten, bis wieder eine Möglichkeit, die Schule für alle normal, sprich ohne ein Wechselmodell, zu öffnen. Ich verstehe einfach nicht, dass sich die Politik mit solchen komplizierten und im Zweifel auch nicht wirklich wirksamen Lösungen beschäftigt. Was sagt ihr zu meiner Meinung? Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Seid ihr komplett gleicher, ähnlicher oder komplett anderer Meinung? Es interessiert mich. Lasst es mich wissen. Ich hoffe auch, dass die Qualität meines Videos besser geworden ist. Ich habe jetzt eine richtige Kamera eingesetzt mit Stativ und allem drum und dran. Ich hoffe, dass die Qualität meiner Videos sich deutlich verbessert hat. Danke. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis nächste Woche. San Francisco.